Hallo allerseits. Das ist, ich habe die Freude, den ersten Talk anzusagen. Unser Sprecher ist der Alexander Wischnewski. Ich mache es mal ein bisschen spannend. Er hat in Stuttgart und in Duisburg studiert und dann an der TU München geforscht. Er ist momentan da, gelegentlich wird er noch die Dissertation fertig, habe ich gehört. Aber eigentlich hat er gar nicht mehr so viel Zeit. Er hat geforscht im Thema autonomes Fahren und er hat für die TU München an der Indy Autonomous Challenge teilgenommen. Vermute, wir werden ein bisschen was darüber hören, dem Ganzen. Heutzutage, ich sagte, die Dissertation ist noch nicht ganz fertig, das ist jetzt auch schwierig, weil er ein Startup gegründet hat namens DriveBlocks, wo es darum geht, autonomes Fahren weiterzuentwickeln. Und er wird uns heute erzählen, wie autonomes Fahren auf Rennstrecken, nämlich das, was er in der Forschung gemacht hat, das autonome Fahren auf der normalen Straße voranbringen wird. Und ich freue mich jetzt sehr, dazu übergeben. Vielen Dank. Ist klar. Ja, danke Achim für die einführenden Worte. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Und ich glaube, der Vortrag wird, ja, eigentlich so hat er zwei Seiten. Wir werden zunächst uns mal anschauen, ja, was haben wir eigentlich gemacht da mit diesen automatisierten Rennfahrzeugen. Und dann werden wir im zweiten Schritt hingehen und uns angucken, okay, was hat das Ganze jetzt mit automatisierten Fahrzeugen im Straßenverkehr zu tun? Weil das ist nun mal so, auf der Rennstrecke ist das eine, im echten Straßenverkehr ist was ganz anderes. Und wo sind da vielleicht auch Gemeinsamkeiten, wo sind Unterschiede und wo stehen wir eigentlich heute? Deswegen, der Vortrag heißt From the Racetrack to the Road. Das wird auch die Storyline sein, die wir hier heute sehen in den nächsten 45 Minuten. Und ich freue mich, euch da jetzt durchzuführen. Erstmal eine kleine Historie. Wie haben wir eigentlich angefangen? Wir haben Ende 2017 mit 4 Doktoranden an der TU München gestartet, relativ kleines Team und standen eigentlich vor dieser, ja, riesengroßen Aufgabe, dass es hieß, okay, wir haben Anfang Dezember 2017 und im Mai ist ein Formel-E-Rennen. Es gibt ein Fahrzeug, da sind Sensoren dran, da sind Aktoren dran, da ist ein Computer drin. Könnt ihr das nicht autonom über diese Rennstrecke fahren lassen? Also wir hatten 5 Monate Zeit, haben im Prinzip keine Software gehabt und standen vor der Challenge, das Ganze, ja, irgendwie zum Laufen zu bringen. Es hat dann zum Glück relativ gut funktioniert. Wir sind dann mit diesem umgebauten LMP2-Prototypen in Berlin auf der Formel-E-Rennstrecke gefahren. Das Ganze lief so ab, dass keine anderen Fahrzeuge dabei waren. Das heißt, das Fahrzeug wurde vorher einmal von einem Menschen manuell ganz langsam über die Strecke gefahren. Dort hat es dann quasi die Streckengeometrie erkannt, als Karte hinterlegt und konnte dann anschließend die Strecke mit etwa 150 km/h Topspeed bewältigen. Das war natürlich noch nicht das, was das Fahrzeug maximal konnte, aber in der Zeit eine ganze Menge, was wir da erreicht haben. Wir haben dann mit den gleichen Fahrzeugen weitergemacht, haben mit der Firma RoboRace zusammen uns auch, ja, verschiedene Formate angeschaut, wo man auch 2 oder 3 Fahrzeuge gleichzeitig auf die Strecke bringen kann. Diese Formate waren aber immer relativ, ja, restriktiv. Das heißt, es war immer relativ klar, okay, ich kann nur auf der Start-Zielgeraden zum Beispiel überholen. Ich kann nur überholen, wenn ich das durch die Rennleitung freigegeben bekommen habe. Wir waren aber sozusagen dazu in der Lage, ja, geschwindigkeitstechnisch das Ganze immer weiter zu steigern, konnten also auch, was die Rundenzeiten auf schnelle Runden, Qualifying Laps angeht, an Amateurrennfahrer rankommen. Auf Profirennfahrer fehlt dann noch so eine gute halbe bis eine Sekunde damals. Das ist dann tatsächlich eine relativ starke Feintuning-Aufgabe, wo man auch merkt, dass der Mensch wirklich noch sehr, sehr gut unterwegs ist, diese Details und die letzten paar Prozent aus dem Auto rauszukitzeln, wo sich die Software noch schwer tut. Das Ganze geht auch nicht, ohne dass mal was schief geht. Das ist auch ein Bild, was ich immer ganz gerne mitnehme, weil die Frage ist ja immer, okay, macht die autonome Software nicht alles perfekt? Und nein, das tut sie insbesondere im Entwicklungsstadium nicht immer. Und das ist eine enorme Herausforderung, alle möglichen Edge-Cases, Randbedingungen und so weiter, die es geben kann, irgendwie abzudecken, abzufangen. Und da ist die Rennstrecke einfach ein sehr, sehr schönes Format, weil man sozusagen, es ist immer sicher. Ich glaube, ja. Einmal mal die Technik. Super, ja, jetzt sehen wir auch die Fahrzeuge, von denen ich die ganze Zeit erzählt habe. Gehen wir nochmal zurück, genau, hier oben links, genau, da haben wir angefangen. Ja. Wie gesagt, oben rechts, so kann es auch ausgehen. Was da tatsächlich passiert ist, ist, dass das Fahrzeug quasi einen Bremspunkt verpasst hat und dann deutlich zu schnell auf die Kurve angefahren ist und dabei dann die Kontrolle verloren hat und
es in den Reifenstapel geschafft hat. Aber das ist gleichzeitig ja, das Risiko auf der Rennstrecke, aber auch für Forschungsanwendungen, für Entwicklungsanwendungen auch der Charme an der Rennstrecke. Weil wenn etwas schief geht, dann sind nicht automatisch irgendwie Menschenleben, andere Verkehrsteilnehmer oder ja, so gefährdet, sondern wir haben quasi eine sehr, sehr sichere Umgebung, in der wir arbeiten können. Dann hat uns Corona relativ, glaube ich, wie alle irgendwie getroffen. Dann war erstmal relativ lange unklar, wie es eigentlich weitergeht. Und wir haben uns dann ganz am Ende entschieden, an einem anderen Wettbewerb teilzunehmen, der Indie Autonomous Challenge. Bei der Indie Autonomous Challenge ging es darum, dass 9 Universitäten... ungefähr im Juni 2021 dann in die USA rübergeflogen und haben die Software, die wir vorher 1,5 Jahre lang entwickelt haben, auf diese Indy Lights Fahrzeuge aufgespielt. Die Indy Lights sind ungefähr, ja, das ist die zweitstärkste Indy Fahrzeugklasse, das ist in etwa vergleichbar mit der Formel 2. Das heißt, diese Fahrzeuge schaffen Topspeed ungefähr 270 bis 280 km/h, sind vorrangig auf Rundkursstrecken unterwegs und das war auch das Szenario, welches wir uns bei der Indy Autonomous Challenge angeschaut haben. Wir haben dann im September zunächst auf einer relativ kleinen Rennstrecke schon die ersten autonomen Überholmanöver zeigen können, hatten dann immer 2 Fahrzeuge, die quasi gegeneinander auf der gleichen Rennstrecke gefahren sind, im Prinzip ohne Regeln, also das heißt, die Fahrzeuge konnten frei entscheiden, wann sie überholen, mit welchen Geschwindigkeiten sie überholen und so weiter. Im Oktober hat dann der Wettbewerb stattgefunden, an dem wir teilgenommen haben. Beim Wettbewerb hat man sich dazu entschieden, die Fahrzeuge nicht gegeneinander antreten zu lassen, weil das Risiko zu groß war. Es gab 2, 3 Teams, die relativ weit waren in der Entwicklung von den Überholvorgängen, aber es gab auch noch andere, die da noch nicht so weit waren. Das heißt, man hat sich dann für einen Zeitfahrmodus entschieden. Wir konnten dann auf dem Indianapolis Motor Speedway, das ist einer der größten Rundkurse der Welt, mit etwa 220 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit und 240 km/h Topspeed das Fahrzeug komplett autonom über die Rennstrecke bewegen und haben damit den Wettbewerb dann auch gewonnen und das Preisgeld von 1 Million US-Dollar. Aber ich habe es eben gesagt, was wir eigentlich machen wollten, ist ja 2 Fahrzeuge gegeneinander antreten lassen. Das haben wir schlussendlich auch geschafft. Diese 2 Fahrzeuge sind dann gegeneinander gefahren. Das wurde in so einem Turniermodus ausgetragen, wo jeweils 2 Teams gegeneinander angetreten sind und dann das Gewinnerteam immer wieder quasi wie bei der Fußball-Weltmeisterschaft eine Ebene weitergekommen ist. Wir sind dann bis ins Finale gekommen. Ich will vielleicht noch, ja, ich glaube, ich kann schon sagen, dass wir leider nur den 2. Platz gemacht haben da. Ich habe gleich noch ein Video dabei, wie das Ganze aussieht. Können wir es also noch ein bisschen genauer anschauen. Nochmal zur Technologie dahinter. Also die Fahrzeuge, die wir benutzt haben, sind exakt die gleichen Fahrzeuge, wie sie auch in der Indy Light Serie zum Einsatz kommen. Also das gleiche Chassis, die gleichen Reifen, die gleichen Aerodynamikelemente. Was modifiziert wurde, ist, dass Aktuatoren eingebaut wurden, also ein Lenkmotor, der die Lenksäule bewegt, dass Sensoren eingebaut wurden, Radarsensoren, Kamerasensoren, Lasersensoren. Und mit diesen ganzen, ja, sozusagen technologischen Elementen wurde dann den Teams eigentlich jedem die gleiche Basisplattform zur Verfügung gestellt. Und diese gleiche Basisplattform musste man dann möglichst gut mit der Software nutzen, um eben bei dem Wettbewerb möglichst gut abzuschneiden. Wie funktioniert das in der Software? Das ist ein relativ, also es ist ein relativ umfangreiches Softwareprojekt natürlich. Das Ganze fängt vorne an, dass man erstmal die ganzen verschiedenen Sensorquellen eigentlich reinbekommt. Das heißt, man verwendet GPS-Sensoren, die Lasersensoren, Kamera- und Radarsensoren, die alle erstmal als parallele Streams sozusagen in die Software reinkommen. Das Ganze geht dann in die sogenannte Perception, also die Umfeldwahrnehmung rein. Hier gibt es 2 Teilbereiche. Das ist zum einen die Lokalisierung auf der Rennstrecke, das heißt, das Fahrzeug muss sehr genau wissen, wo es gerade ist, wo sind die Trackbounds, wo kann es langfahren. Das ist zweigeteilt passiert bei uns, zum einen über GPS und zum anderen über die Lasersensoren. Wir haben dann das Thema Objekterkennung, was gerade auf der Rennstrecke auch unglaublich relevant ist. Das heißt, ich muss verstehen, wo sind die anderen Fahrzeuge im Vergleich sozusagen zu mir, was kann ich tun und was werden die anderen wohl tun. Wir haben hier auf einen Ansatz gesetzt, der quasi mehrere redundante Pipelines hat. Das heißt, wir haben hier parallel über verschiedene Sensormodalitäten die Fahrzeuge erkannt. Das führt zu einer deutlich höheren Zuverlässigkeit, als wenn man nur 1 oder 2 Sensormodalitäten verwendet. Wir haben zusätzlich noch im Bereich LiDAR mit 2 verschiedenen Algorithmenklassen gearbeitet. Wir haben also hier sogenannte Deep Learning, also KI-basierte Algorithmen, mit klassischen geometrisch basierten Algorithmen kombiniert, um möglichst hohe Zuverlässigkeit zu erzielen.
Das Ganze geht dann in das sogenannte Object Tracking. Beim Object Tracking werden die verschiedenen Objektquellen sozusagen fusioniert. Das heißt, die Sensoren erkennen die Objekte mit unterschiedlichen Messraten, mit unterschiedlichen Zeitstempeln und so weiter. Das muss alles kombiniert werden. Diese Kombination passiert im Object Tracking. Dann prädiziert die Software, was die anderen Rennteilnehmer sozusagen tun werden. Und mit Hilfe dieser Prädiktion kann das Fahrzeug dann in die Entscheidungsfindung gehen, was es selber tun möchte. Diese Entscheidungsfindung funktioniert ja ganz, ganz grob gesagt so, dass man mit einem graphenbasierten Suchalgorithmus unendlich viele Optionen wird dann nach einer gewissen Kostenfunktion die beste Option ausgewählt und die wird dann schlussendlich an die sogenannte Regelung weitergegeben, wo ein modellprädiktiver Regler, also ein Regelungsalgorithmus, der ein sehr detailliertes Fahrdynamikmodell hat, dann diese sozusagen Planung ganz, ganz detailliert in Gas, Lenkung und Bremse überführt. Gut, so viel jetzt erstmal zur Technik. Ich habe noch ein paar Bilder mitgebracht, wie das Ganze aussieht, dass man einen Eindruck davon hat. Das hier ist der Indianapolis Motor Speedway. Bei diesem Zeitfahren gab es zusätzlich das Hindernis, dass quasi so Pylonen aufgestellt wurden. Das heißt, man konnte diese Rennlinie nicht vorher fest einprogrammieren, weil sozusagen nicht klar war, wo diese Pylonen aufgestellt werden. Trotzdem war natürlich die Aufgabe deutlich leichter zu dem Zeitpunkt, als wenn zwei Fahrzeuge auf der Rennstrecke gewesen wären. Hier rechts haben wir nochmal einen Eindruck davon, wie die Rennstrecke aussieht. Wer sie nicht kennt, das ist einfach ein sehr, sehr großes Hochgeschwindigkeitsoval. Die lange Gerade ist etwa ein Kilometer lang. In Summe sind es also, ich glaube, knapp 3,8 Kilometer für die gesamte Rennstrecke. Das ist ein Riesenteil. Das ist tatsächlich auch eine total spannende Erfahrung, weil auf den kleinen aufgespielt hat und dann fährt das Fahrzeug aus der Boxengasse raus und man hofft, dass es nach 60 Sekunden noch bitte wiederkommt und es keinen Unfall zwischendurch gibt. Ich habe immer viel Spott und Hohn dafür geerntet, dass ich gesagt habe, je schneller man fährt, desto schneller kommt es ja auch wieder und dann wird es ja weniger schlimm für einen. Aber ja, genau, also super spannendes Erlebnis und auch man merkt, und das ist glaube ich auch, warum solche Projekte aus meiner Sicht auch für Universitäten super hilfreich sind. Also wir waren 15 Doktoranden, 40, 50 Studis, die noch in dem Projekt mit involviert waren. Und man bekommt ein sehr gutes Gefühl dafür, was es eigentlich bedeutet, solche Algorithmen in echt auch umzusetzen. Weil ganz am Ende ist es nicht die Simulation, das ist hier die Realität. Natürlich, es wird niemand verletzt, es stirbt niemand, aber man hat hier $1 Million Prototypen. Und wenn man 1,5 Jahre mit einem sehr, sehr großen Team daran arbeitet, will man natürlich nicht durch einen einzelnen kleinen Fehler diesen Prototypen sozusagen in die Wand setzen und dann den Wettbewerb ruinieren. Also da ist, man merkt relativ schnell, dass das doch eine sehr, ernsthafte Geschichte ist, wenn man mit solchen großen, teuren Fahrzeugen unterwegs ist. Es ist halt nicht so wie bei Modellfahrzeugen, wo man dann irgendwo dann mal dagegen fährt, dann ist vielleicht ein bisschen was kaputt, aber im Normalfall passiert nicht viel. Hier hat man immer gleich einen fünfstelligen oder sogar einen sechsstelligen Fahrzeugschaden, der dann repariert werden muss. Und das findet die Universität nur so beschränkt gut. Das kann man ein-, zweimal machen und dann muss man sich das auch sehr gut überlegen. Genau, ich habe es eben schon angedeutet, wir sind dann in Las Vegas im Januar, also nur 3 Monate später, auch mit 2 Fahrzeugen gegeneinander gefahren. Das Competition-Format hat ungefähr so funktioniert, dass das vordere Fahrzeug geschwindigkeitslimitiert war und das hintere Fahrzeug dann probieren musste zu überholen. Das hat man so lange im Wechsel gemacht mit immer steigenden Geschwindigkeiten, bis der Hinterherfahrende entweder aufgegeben hat, weil er gesagt hat, ich kann nicht mehr schneller, weil ich mir das nicht mehr zutraue, oder sozusagen die Software einen Fehler gemacht hat und es dadurch dann ausgebrochen ist. Wir werden jetzt hier mal sehen, wie das Ganze ausgegangen ist. Es sieht verhältnismäßig langsam aus. Wir sind hier schon bei ungefähr 220 km/h bei den vorherfahrenden Fahrzeugen. Also das haben diese großen Ovale immer so ein bisschen an sich, dass wenn man das aus der Fernperspektive sieht, das gar nicht so schnell aussieht. Aber die Fahrzeuge wurden tatsächlich fahrphysikalisch ausgefahren. Also motorleistungsmäßig waren die komplett am Ende. Wir haben ungefähr 270 km/h erreicht. Also dementsprechend, es ist noch nicht ganz das Level, was ein menschlicher Fahrer abbilden kann. Insbesondere ist natürlich die Komplexität der Situation noch eingeschränkt. Aber es ist sozusagen so, dass die Fahrzeuge schon komplett ausgelastet wurden. Und man sieht auch wie hier, das ist der Grund, warum wir ganz am Ende nur Zweiter geworden sind und nicht Erster geworden sind, weil das Fahrzeug dann bei einem der Überholmanöver sozusagen die Kontrolle verloren hat und dann ins Infield reingerutscht ist. Genau.
Ja, so viel erstmal zu dem Wettbewerb, was wir gemacht haben. Wir werden jetzt ein bisschen nochmal technologisch hinter die Kulissen gucken und auch uns anschauen, was sozusagen die technologischen Challenges waren bei der, auf der Racing-Seite und dann darauf eingehen, wie wir das eigentlich mit in die Straßenwelt nehmen können. Der erste Punkt, den ich nochmal sozusagen hier auch ganz, ganz deutlich machen will, going fast means going safe. Also wenn ich bei sehr hohen Geschwindigkeiten gute Fahrzeugkontrolle habe, dann habe ich Technologien entwickelt, die auch bei niedrigeren Geschwindigkeiten Extremsituationen enorm gut meistern können. Und was eigentlich das Ziel ist beim autonomen Fahren, ist ja irgendwann Superhuman Performance zu erreichen. Das heißt, ich will besser sein als das, was wirklich die meisten menschlichen Fahrer darstellen können. Und dazu muss ich mich in die schwierigsten Situationen begeben. Das wird eigentlich darin anschaulich, dass man merkt, okay, wenn man sich mit 270, 280 km/h bewegt, dann bewegt man sich ungefähr 75 cm in 10 Millisekunden. Das ist verdammt viel. Also in diesen 10 Millisekunden, da passiert eine ganze, ganze Menge. Und daran merkt man schon, wie wichtig es ist, sozusagen schnelle Reaktionszeiten zu haben und diese Wirkkette sozusagen von den Sensoren nehmen irgendwas wahr, bis hin zu das Fahrzeug trifft dann eine Entscheidung und tatsächlich ändert dann den Fahrplan und kann diesen auch zuverlässig ausführen. Das ist eine enorm lange Wirkkette und die Rennstrecke bietet die Möglichkeit, die sozusagen unter Extrembedingungen zu testen und diese Learnings dann mit in den Straßenverkehr zu nehmen. Der zweite Punkt ist eigentlich jetzt eher die technische Umsetzung, wie das funktioniert, was sind die Methoden, die man einsetzt. Also ganz klar, eine der Challenges, die wir im Moment sehen, ist, dass die Prozessorleistungen nicht mehr unbedingt immer weiter steigen. Das heißt, alle diese Algorithmen müssen sozusagen parallelisiert werden. Diese Parallelisierung bietet enorme Potenziale, bietet aber auch technologisch gesehen ganz, ganz starke Herausforderungen, weil sozusagen nicht mehr klar ist, wie sind die Wirkketten in der Software. Ich habe nicht mehr so diesen einen Pfad ganz von Anfang bis ganz ans Ende, sondern ich habe viele verschiedene Wirkpfade in der Software, die alle zusammenspielen müssen, die wieder zeitsynchronisiert werden müssen und wo ich immer sicherstellen muss, dass alle Informationsquellen kohärent sind. Ein weiterer Aspekt, der damit reinspielt, ist die sogenannte Realtime-Fähigkeit. Das heißt, dass die Software auch tatsächlich innerhalb der festgelegten Zeitgrenzen ihre Aufgaben ausführt. Man vielleicht als Beispiel hier, der Regelungsalgorithmus auf diesem Indica wurde mit ungefähr 100 Hertz ausgeführt. Das heißt, alle 10 Millisekunden wurden neue Lenkungs-, Gas- und Bremskommandos berechnet. Und diese 10 Millisekunden, das ist enorm entscheidend, dass die exakt eingehalten werden. Ich kann das nicht einmal nach 10 und einmal nach 30 und dann wieder nach 5 und dann wieder nach 25 Millisekunden machen. Also ich muss das wie ein Uhrwerk alle 10 Millisekunden machen. Jetzt muss man wissen, alle diese gesamte Software ist auf einem einzigen Computer gelaufen. Das ist ein klassisches Linux-basiertes Betriebssystem gewesen. Das heißt, ich habe also ungefähr 40 verschiedene Workloads auf dieser Maschine. Die hat nur 8 Kerne. Und jetzt muss ich irgendwie sicherstellen, dass mein Prozess immer wieder exakt zur gleichen Zeit drankommt. Und diese Konstellation birgt gewisse technologische Challenges mit sich. Da kann man dann eine ganze Menge im Betriebssystem konfigurieren und so weiter. Ich glaube, der entscheidende Punkt hier ist tatsächlich, dass das notwendig ist. Und das zeigt auch, dass autonomes Fahren mehr ist als rein die Algorithmenentwicklung, sondern ich muss dieses Gesamtsystem entwickeln können und auch das zuverlässig 24/7 betreiben können. Was ist noch wichtig am autonomen Rennsport? Es ist tatsächlich einfach eine sehr gute Testplattform für hochperformante Embedded-Compute-Plattformen. Eine der Challenges, die wir im Moment in der Industrie sehen, ist, dass ganz, ganz viele Prototypen eigentlich mit klassischen Gaming-Workstations betrieben werden. Also ich habe einen x86-basierten CPU, ich habe eine NVIDIA-GPU, die mit einem PCIe-Steckplatz sozusagen in den PC reingesteckt wird. Das ist gut, damit kann man viel machen. Ich kann aber auch sagen, wir hatten einen einzigen schweren Unfall und der wurde dadurch verursacht, dass diese PCIe-Steckkarte sich losgerüttelt hatte. Obwohl es ein Industrial-PC war und so weiter und das, wenn das bei 270 km/h passiert, dann dreht man sich zweimal und landet in der Wand. Es war kein Softwarefehler, es war tatsächlich eine PCIe-Steckkarte, die sich losgerüttelt hat und dann ein Netzwerkinterface, was dann ausgestiegen ist. Dementsprechend ganz große Challenge, was die Industrie gerade vor sich hat, diese Embedded-Plattform zu entwickeln. Das heißt, wo alle Chips, also CPUs, GPUs und so weiter, auf einem Chip als System on a Chip angeboten werden. Das Ganze dann auch im entsprechenden Automotive Grade, also mit den Vibration Ratings und so weiter, die man dafür braucht. Und da bieten sich die Racing-Anwendungen einfach an, sozusagen als Testbed, um auch sozusagen mal früher, bevor die Produkte dann zertifiziert sind, frühe Produkte erproben zu können. Weiterer Punkt, der vielleicht haben sich eben schon der eine oder andere gefragt, warum denn eigentlich dieser Dreher zustande kam. Das haben wir uns natürlich im Nachgang angeschaut, was passiert ist. Also wir sehen das jetzt hier mal so etwas als Fotoreihe.
Das zweite Fahrzeug von dem Team aus Italien ist vor unserem Fahrzeug, dem blauen Fahrzeug, hinten sozusagen eingeschert. Bis dahin war noch alles gut. Was dann passiert ist, ist, dass der Radarsensor mehrere Fahrzeuge gleichzeitig erkannt hat vor uns. Das ist durch eine Kombination aus dem Trackbanking und Sensorik selbst sozusagen entstanden. Und dann hatten wir auf einmal nicht ein Fahrzeug vor uns, sondern drei, die alle nebeneinander waren. Das heißt, das Fahrzeug hat gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwas tun, weil ich sonst gleich vorne in irgendwen reinfahren werde. Was dann passiert ist, es hat dann ein Ausweichmanöver, was deutlich zu aggressiv war, eingeleitet und hat dabei dann das Heck verloren und hat sich nach hinten hin rausgedreht. Das heißt, was wir sehen, es kann, also Fehler ganz am Anfang dieser Wirrkette können sich bis hin zu sehr katastrophischen Situationen in der Fahrdynamik und so weiter auswirken. Das heißt, ich muss auf allen Ebenen in diesem Autonomous Driving Stack wirklich allerhöchste Performance bieten und da ist gerade im Perception-Bereich noch einiges zu tun, weil einfach die Sensortechnologie noch nicht da ist, wo wir sie bräuchten, um die Technologie in Serie zu bringen. Eine weitere Challenge, auf die wir gestoßen sind, ich nenne das immer das Chicken-and-Egg-Problem, ist, dass also alle reden über KI beim autonomen Fahren, Deep-Learning-Algorithmen und hunderte Terabyte von Daten. Die alles entscheidende Frage ist, ich muss ja diese Daten mit dem finalen Sensor-Setup aufnehmen, mit dem ich auch dann in Serie gehen will. Wenn ich allerdings ein Fahrzeug habe, was keinen Fahrer mehr hat, kann ich nicht fahren, bevor mein Objekterkennungsalgorithmus nicht fertig ist. So, das heißt, ich kann nicht fahren, ich habe also keine Daten, weil die Daten sind ja nur dann aussagekräftig, wenn ich in realistischen Situationen fahre, das heißt, wo sich die anderen Fahrzeuge auch bewegen, wo ich mich selber bewege und so weiter. Ich kann natürlich gewisse Testdaten aufnehmen und so weiter. Ich habe also so einen Deadlock, weil ich brauche die Daten, um meine Algorithmen zu trainieren, weil ich ohne trainierte Algorithmen ja nicht fahren kann, kann ich keine Daten generieren. Es gibt jetzt verschiedene Wege, wie man damit umgehen kann. Wir haben quasi einen zweigleisigen Ansatz da gewählt. Zum einen haben wir mit fotorealistischen Simulationsumgebungen künstliche Trainingsdaten generiert. Das ist aber auch, muss man ganz klar sagen, noch limitiert Stand heute. Das geht im Kamerabereich, geht da schon einiges. Gerade wenn es dann aber in Richtung Radar und Laser geht, ist die Technologie dann noch nicht so weit. Also diese Themen wie zum Beispiel, wie reflektiv sind die Materialien? Also ein Lasersensor ist ganz stark davon abhängig, ob ich ein schwarzes oder ein weißes Material anstrahle und so weiter. Und das sind Themen, wo Simulationsumgebungen, auch kommerzielle Simulationsumgebungen, noch nicht immer die Qualität liefern, die ich bräuchte, um damit dann tatsächlich einen Algorithmus komplett fertig trainieren zu können. Wir haben also zusätzlich ein zweites Vorgehen gewählt. Wir haben im Prinzip gerade im LiDAR-Bereich immer eine Kombination aus Deep Learning und Classical Computer Vision gewählt. Das heißt, wir haben mit den gleichen Sensordaten sozusagen zwei verschiedene Algorithmen befeuert. Das heißt, wir haben einmal einen klassischen Algorithmus, der nicht datenbasiert ist, genommen und haben gleichzeitig noch einen Deep Learning-basierten Algorithmus genommen. Das heißt, wir hatten immer schon eine sehr solide quasi Base-Performance, mit der wir fahren konnten, teilweise höhere Sicherheitsabstände, geringere Geschwindigkeiten und so weiter. Und dann kann man in so ein iteratives Vorgehen reinkommen und dann bekommt man wieder neue Daten, kann mit diesen neuen Daten dann die Algorithmen wieder trainieren und so weiter. Aber man merkt schon, es ist nicht so, es wird auch nicht so sein beim autonomen Fahren, dass ich einmal die Daten einfahre und dann einmal trainiere und dann fertig bin. Sondern der entscheidende Punkt ist, wie sieht diese Pipeline aus und wie sieht auch meine Strategie aus, um meine Algorithmen zu verbessern, um meine Daten zu sammeln und so weiter. Ja, der alles entscheidende Punkt, ich habe es eben schon gesagt, ein kleiner Fehler kann wirklich ein teurer Spaß werden auf der Rennstrecke. Ist Simulation. Das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum wir oder einer der Stärken, die wir als Team hatten, warum wir am Ende auch in beiden Wettbewerben gut abgeschnitten haben. Wir haben unglaublich viel Ressourcen von Anfang an auf virtuelle Entwicklung investiert. Also so grob die Schätzung ist, dass wir sagen, wir haben etwa ein Drittel unserer gesamten Entwicklungsressourcen eigentlich in Simulation und Test-Tools und Frameworks gesteckt. Heißt, das sind jetzt auf verschiedenen Ebenen kommt es zum Tragen. Das sind klassische quasi Modultests, Softwaretests, die einzelne Funktionalitäten testen. Man muss ja natürlich sagen, ne, als Universität kann man das nicht darstellen, wirklich Unit-Tests bis zum geht nicht mehr durchzuziehen. Aber schon, ich sag mal, wir sind da relativ weit runtergegangen mit Code Coverage Analysis und so diesen Standardvorgehen, die man dann in der Softwareentwicklung hat. Das ist gut,
in so einem komplexen Gesamtsystem, aber absolut auch nicht alles. Das heißt, wir haben dann auf quasi Full-Stack-Simulation in der Cloud gesetzt, wo wir in Zusammenarbeit mit dem Leibniz-Rechenzentrum über ganz viele verschiedene virtuelle Maschinen sozusagen unsere Simulationen skaliert haben. Wir konnten also für jeden Software-Release, den wir rausgebracht haben, ist das Ding in der Simulation einige hundert Stunden quasi gefahren, bevor es auf die Rennstrecke gegangen ist. Das heißt, der Workflow sah dann tatsächlich ganz am Ende so aus: Wir waren zu fünft in den USA, 10 Leute vom Team waren hier in Deutschland, wir haben tagsüber getestet, abends, bevor wir ins Bett sind, haben wir mit Deutschland telefoniert, als hier dann morgens um 6 war. Die haben dann mitbekommen, okay, das und das waren jetzt heute jetzt die Probleme, die Daten sind in der Cloud, hier konnte in Deutschland quasi vormittags und nachmittags der neue Software-Release vorbereitet werden, der wurde in der Cloud durchsimuliert und wir konnten morgens, als wir zur Rennstrecke gefahren sind, eine neue verifizierte Software mitnehmen, wo wir tatsächlich danach, nach einer gewissen Zeit auch so viel Vertrauen in diesen Workflow, in diese Pipeline hatten, dass wir gesagt haben, okay, wir können wirklich blind darauf vertrauen, dass wir diese Software aufspielen können und ohne Safety Driver, ohne Safety Checks auf die Rennstrecke gehen können. Und das ist also innerhalb von 24 Stunden so einen Software-Iterationszyklus darzustellen, das ist eine enorme Challenge. Und ich glaube, das wird aus meiner Sicht einer der Game-Changer sein, wenn man autonome Fahrzeuge auf die Straße bringen will, diese Iterationsgeschwindigkeit möglichst hoch zu halten. Weil es ist ein ungelöstes Problem. Und wie löst man ungelöste Probleme am besten, wenn man eben möglichst schnell iteriert, möglichst schnell Learnings generiert und dann noch gemeinsam weitermacht. Der letzte Punkt zum Autonomous Racing. Ich glaube, was für uns als Universität und aber auch jetzt als Startup oder als Firma ein enorm wichtiger Nebeneffekt war, ist, dass diese Racing-Community erzeugt so viel Spirit, so viel Begeisterung bei den Leuten, dass sie ein unglaublich guter Enabler für die Open-Source-Community war. Über diese Racing-Projekte, die wir gemacht haben, haben sich ganz viele Open-Source-Projekte gefunden oder haben sich aus Open-Source-Projekten quasi Leute zusammengefunden, wo man dann quasi Use-Cases, Showcases hatte für die Projekte und tatsächlich auch darstellen konnte, was die eigentlich können. Hier sind nur einige mal beispielhaft genannt, womit wir gearbeitet haben. Ich glaube, ganz stark, was man auch nochmal hervorheben muss, ist das Thema ROS bzw. ROS 2. Alles, was wir gemacht haben, hat auf dem Software-Framework ROS 2 aufgebaut. Und diese Communities, die profitieren auch sozusagen sehr, sehr stark von diesen Wettbewerben, weil es gibt junge, motivierte Leute, die da Spaß dran haben, sich auch in diese Projekte einzubringen. Und man hat irgendwo ein gemeinsames Ziel. Was wir alle erreichen wollten, ist, dass dieses Thema, dieses autonome Rennen ganz am Ende ein Erfolg wird. Das heißt, es gibt zwar eine gewisse Competition, aber es gibt auch gewisse Elemente, wo dann ganz klar gesagt wurde, da kann man gut zusammenarbeiten und das ist absolut im Open Source Spirit. Ja, so viel zum autonomen Motorsport. Ich werde jetzt ein bisschen mehr in Richtung Straßenverkehr gehen. Ich werde ein bisschen zeigen, was unsere Vorstellung davon ist, wie wir glauben, wie das Thema angegangen werden kann, wie man da auch noch, auch als junges Startup heutzutage noch sozusagen in den Space reinkommen kann. Und genau, das werde ich einfach mal in den nächsten 20 Minuten haben wir noch, mal vorstellen, ein bisschen detaillieren und probieren, einen Überblick über die aktuelle Situation zu geben, die wir auch hier in Deutschland haben. Zunächst, es wird immer, oder in den letzten Jahren wurde auch ganz, ganz viel über Robotaxis, Shuttles und so weiter gesprochen. Also wir glauben ganz klar, dass autonome Fahrzeuge als allererstes im Nutzfahrzeugbereich kommen werden. Das heißt, die Anwendungen, die wir uns da anschauen, sind sozusagen abgesperrte Betriebshöfe, Containerterminals, Logistikzentren, Minen, landwirtschaftliche Anwendungen und sozusagen dann als zweiten Schritt als sogenannte Hub-to-Hub-Logistik zwischen großen Verteilerzentren mit Autobahnstrecken. Aber eben eingeschränkte Betriebsbereiche auf der Autobahn, auf Logistikzentren und so weiter. Diese Use Cases haben eigentlich zwei Stärken. Zum einen sind sie technologisch deutlich weniger komplex als Urban Driving Situations, die ich bei so einem klassischen Robotaxi-Use Case habe. Zum anderen, und das ist auch ganz klar das Ding, was wir auch sehen werden heute in dem Vortrag, ist, es gibt einen ganz, ganz klaren Business Case für diese Dinger. Und da ist ein riesengroßer Markt. Es sind allein in Europa haben wir in diesem Thema knapp 80 Milliarden Saving Potentials jedes Jahr. Und das ist ein Markt, der ist unglaublich groß, der ist da und da sind die Leute auch dazu bereit, das zu bezahlen, weil es ganz stark cost-driven ist.
dazukommt. Und das ist tatsächlich das, was aus meiner Sicht im Moment eigentlich auch der Change Driver ist bei der ganzen Sache, ist, dass es immer weniger Fahrer gibt in diesem Sektor. Das heißt, die Firmen, die diese Lösung anfordern, fordern sie gar nicht unbedingt an wegen den Cost Savings. Die werden natürlich, die sind wichtig und die sind auch gut. Die sind auch gut, um das zu finanzieren. Aber sozusagen die Bereitschaft, das jetzt auch einzusetzen und sich auf diese neue Technologie einzulassen, die ist ganz, ganz stark dadurch getrieben, dass sozusagen einfach die Fahrer nicht mehr da sind. Und das wird immer schlimmer werden. Und Stand heute gibt es wirklich viele Flottenbetreiber, die nicht mehr wissen, ob sie 2030 noch ihr Geschäftsmodell so ausüben können, wie sie es heute tun. Unser Ansatz ist tatsächlich nicht, ein einzelnes automatisiertes Fahrzeug zu bauen. Unser Ansatz ist zu sagen, wir entwickeln ein Software-Framework, was in verschiedene Anwendungen gebracht werden kann. Das heißt, wir entwickeln ausschließlich Software und bauen dann Partnerschaften mit Fahrzeugherstellern, um diese Software dann in das Fahrzeug zu integrieren. Das heißt, wir skalieren nicht vertikal in eine einzelne Domäne hinein, sondern horizontal über verschiedene Use Cases. Und wir versprechen uns davon, ja, zum einen ganz starke Kosten, Synergien, zum anderen aber auch, und das ist ein wichtiger technischer Nebeneffekt, zu sagen, wenn ich in verschiedensten Situationen meine Software challengen muss, dann wird sie ja immer robuster werden. Das heißt, von den Situationen in einem Container-Terminal, das sind da vielleicht 0815-Situationen, aber das sind Edge-Cases, die in anderen Anwendungen wieder auftreten können, wo irgendwie vielleicht ein Container irgendwo auf einem Betriebshof auf einmal auftaucht, mit dem ich eigentlich gar nicht gerechnet hätte. Wenn ich jetzt aber über diese verschiedenen Anwendungen hinweg skaliere, kann ich quasi diese Use-Cases immer wieder, die tauchen immer wieder auf und ich habe eine verringerte Wahrscheinlichkeit, dass ich in diese Randbedingungen reinlaufe. Wie sieht das Ganze aus? Ich will hier gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wir gliedern das Software-Thema ungefähr in 5 Themenbereiche. Wir sehen zum einen Sensordatenvorverarbeitung, das heißt Laserdaten filtern, Bilder vorverarbeiten, entzerren, Farbkorrekturen, all diese Dinge. Klingt relativ trivial. Die Challenge ist hier allerdings, das zum einen recheneffizient und zum anderen auch datentransporteffizient darzustellen, weil man muss wissen, jedes von diesen Datenpaketen hat mehrere Megabyte. Ich bin also in einer Situation, wo so ein Fahrzeug, wo so ein Computer kriegt Stand heute zwischen 25 und 100 Gigabit pro Sekunde Data Stream Input. Und die muss ich erstmal weggeschrieben kriegen, die muss ich erstmal überhaupt irgendwie handeln können, insbesondere wenn das Ganze noch real-time passieren soll. Das heißt, dieser Bereich hier unten links ist tatsächlich deutlich wichtiger, als man denkt, weil da wird sozusagen die Grundlage dafür gelegt, dass alle diese Algorithmen überhaupt funktionieren können. Zweites Themengebiet, Feature Detection. Wir konzentrieren uns aktuell auf 2 Themengebiete. Die anderen Themengebiete sind definitiv allerdings auch auf der Roadmap. Da geht es zum einen um Objekterkennung, also mit Laser, Kamerasensoren, andere Fahrzeuge, Objekte und so weiter erkennen zu können, einordnen zu können. Aber das zweite Thema, was auch ganz essentiell ist für uns, da werde ich im Nachgang noch etwas drüber sprechen, ist das Thema Lane Structure Detection, also sozusagen Fahrbahnmarkierungen und auch daraus die entsprechenden Strukturen zu erkennen, weil man sich eben nicht immer darauf verlassen kann, dass hochgenaue Karten verfügbar sind. Dritter Schritt, das Thema Umgebungsmodell, auch absolut essentiell. Da geht es darum, aus dem, was ich quasi vorne erkannt habe, eigentlich wirklich dann eine sinnvolle Repräsentation der Umwelt zu machen. Und diese sinnvolle Repräsentation, die ist unglaublich essentiell, weil die übernimmt mehrere Funktionen. Die fusioniert Sensordaten, aber gleichzeitig reichert sie auch diese Sensordaten aus den verschiedensten Funktionen eigentlich mit Metainformationen an. Das heißt, ich habe gewisse Karteninformationen, zum Beispiel aus dem Google Maps, die jetzt mit diesen Sensordaten kombiniert werden und dann tatsächlich auch semantisch Sinn machen. Also erst dadurch wird ja eine sinnvolle Fahraufgabe daraus, dass ich weiß, okay, wenn ich da vorne rechts fahre, dann komme ich da und da hin, weil das ist natürlich absolut ganz am Ende ist das mein Ziel. Das heißt, diese Anreicherung gleichzeitig mit der Fusion sind die Aufgaben des Umgebungsmodells. Vierter Schritt, das, was wir Prediction and Planning nennen. Wir fassen das ganz bewusst zusammen, weil also wir glauben, dass es ja gerade in komplexeren Situationen nicht mehr ausreichen wird, zunächst zu prädizieren, was andere tun werden und dann mein eigenes Verhalten zu planen. Wir glauben, dass das ein Wechselspiel sein muss. Ich werde Interaktionen haben. Ganz klassisches Beispiel sind Autobahnauffahrten. Wenn ich auf einer Autobahn auffahre und wirklich sehr dichter Verkehr ist, bin ich darauf angewiesen, dass die Fahrzeuge, die schon auf der Autobahn drauf sind, eine gewisse Lücke aufmachen und diese Lücke dann für mich da ist, damit ich in den Verkehrsfluss eintreten kann.
Das sind Situationen, die, wenn ich so eine klassisch rein sequentielle Struktur im Bereich Prediction and Planning habe, nur sehr schwer abdecken kann. Dementsprechend sehen wir das ganz klar als gemeinsames Framework, was angegangen werden muss. Ich glaube, die Strategie, die hier am vielversprechendsten ist, Stand heute, ist ganz klar, sind Sampling- und Graphsuchbasierte Strategien, weil ich hier diese Vielzahl an kombinatorischen Situationen über quasi Parallelisierung sehr, sehr effizient durchsuchen kann. Letzter Punkt. Es ist das sogenannte Motion Control. Das ist ein Themengebiet, was wir in ADAS-Systemen, die wir heute kennen, schon recht verbreitet ist im, ich sag mal, Komfortbereich, im Bereich 2, 3, 4 Meter pro Sekunde Quadratbeschleunigung. Es gibt auch Notbremssysteme und so weiter. Die Challenge hier für Level 4 Fahrzeuge wird sein, das zu vereinen und tatsächlich Situationen herbeizuführen, die dann auch, oder Situationen handeln zu können, die auch die kompletten Fähigkeiten des Fahrzeugs ausnutzen, weil wenn ich 50 oder 100.000 Trucks hier in Deutschland auf der Straße habe, werde ich mehrmals am Tag in meiner gesamten Flotte Situationen haben, wo diese Notbremsmanöver eben auch sicher durchgeführt werden müssen. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Und jetzt gehen wir noch ein bisschen darauf ein, wo wir Stand heute sind. Ganz klar, die Industrie bewegt sich im Moment von einer sogenannten Domänenarchitektur auf Zonal Architectures oder Centralized Compute Architectures. Das heißt, ich gehe weg davon, dass ich einzelne Compute-Einheiten entwickle, einzelne Steuergeräte, die einzelne Funktionen haben, hinzu, dass ich eher deutlich weniger, 4, 5, 6 anstatt vielleicht 70, 80 Steuergeräte habe. Auf diesen Steuergeräten deploye ich dann allerdings ganz verschiedene Funktionen. Und diese Zonal Architecture, das ist deswegen spannend, weil man hier probiert, quasi eher geometrisch zu sortieren und nicht nach Funktionen zu sortieren. Das heißt, ich habe alle Sensoren, die vorne links sind, packe ich an das Steuergerät dran, was vorne links ist, um einfach die Kabelwege und so weiter kurz zu halten und sortiere nicht mehr nach ABS, ESP und Türsteuergerät, sondern eben nach der Geometrie im Fahrzeug. Ein absolut entscheidender Punkt aus unserer Sicht, und deswegen glauben wir auch, dass ROS 2 bzw. die dementsprechend kommerziell verfügbaren Varianten davon so erfolgreich sein werden, ist die Fähigkeit, auf verschiedenen Compute-Architekturen zuverlässig zu deployen. Das heißt, dass ich meine Softwarekomponenten unabhängig davon entwickeln kann, auf welche ECU ich drauf möchte. Und das ist eine Stärke, die dieses Open-Source-basierte Ökosystem hat. Das ist quasi sehr, sehr schön abstrahiert zwischen der funktionalen Implementierung und dem Deployment auf der tatsächlichen Target-Hardware. Das heißt, mit der entsprechenden Struktur bin ich also in der Lage, sowohl auf klassischen Single-Core-ECUs zu deployen, das sehen wir ganz links, auf quasi Multicore-ECUs zu deployen, wo ich 3, 8, 16 Kerne mittelfristig habe. Ich bin dazu in der Lage, Applikationen auch verteilt zu deployen. Das schafft das ROS sehr, sehr schön, dass man quasi sowohl auf der einzelnen ECU als auch zwischen den ECUs Kommunikation abstrahieren kann. Bis hin zu, und das ist was, was wir jetzt immer mehr sehen, ist, der Trend geht tatsächlich etwas weg von dem, ich schmeiße einfach nur große Compute auf das Problem drauf, hin zu, okay, ich habe spezialisierte Chips, AI-Beschleuniger, das können GPUs sein, das können aber jetzt auch immer mehr FPGAs sein, die dann tatsächlich auch dedizierte Aufgaben enorm schnell durchführen können. Das Ganze ermöglicht dann, durch sozusagen, wenn man es schafft, eine sehr hochmodulare Softwarestruktur zu erzeugen, auch massiv zu parallelisieren. Das heißt, ich kann entweder meine Programme klassisch sequenziell ausführen, ich kann allerdings auch dementsprechend parallelisieren. Deswegen glauben wir, ist es entscheidend, die Software von Tag 1 an so zu entwickeln, dass sie eben für diese verteilten Deployments gut geeignet ist. Heißt, Zielsetzung ist bei uns ganz klar, sehr, sehr kleine, kompakte, wohl definierte Softwaremodule, die ich dann auf viele verschiedene Arten und Weisen kombinieren kann, um alle diese Use Cases sozusagen abdecken zu können. Ich habe es eben schon angekündigt, ein Thema, was uns sehr, sehr stark beschäftigt, wo wir glauben, was noch wirklich gerade auch eine der Gretchenfragen sein wird beim autonomen Fahren, sind die sogenannten hochgenauen Karten. Eine hochgenaue Karte ist wirklich eine zentimetergenaue Repräsentation jeder einzelnen Straße, jedes Verkehrsschilds, welches ich auf dem Weg, welches mein autonomes Fahrzeug nehmen wird, sozusagen sehen werde.
diese zentimetergenauen Repräsentationen sind natürlich erstmal aus Entwicklungssicht sehr, sehr dankbar, weil ich verhältnismäßig schnell, verhältnismäßig komplexe Situationen darstellen kann. Insbesondere im städtischen Bereich, wo ich Kreuzungssituationen habe und so weiter, die sehr, sehr schwer zu erkennen und zu verstehen sind, ist da auch absolut eine Daseinsberechtigung dafür da. Gleichzeitig bringt natürlich diese Technologie auch die Challenge mit sich, dass ich diese Karten erstmal haben muss, was massiv teuer ist, ich aber auch sie warten muss und aktuell halten muss. Und je mehr sich natürlich meine Software darauf verlässt, desto weniger kann ich tun, wenn sozusagen diese Karte nicht mehr aktuell ist, bis hin dazu, dass das Fahrzeug sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen könnte, wenn diese Karte nicht mehr exakt ist. Heißt, wenn ich in Deutschland mit oder wenn eine Firma 100.000, 200.000 Fahrzeuge deployen will, werde ich auch wieder jeden Tag alles scannen müssen, wo diese Fahrzeuge fahren, weil jeden Tag wird sich irgendwo was ändern, überall wird eine Baustelle hinzukommen und so weiter. Es wird vielleicht ein Verkehrsschild dazukommen und irgendwo wird immer was sein. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Muss ich dann sozusagen die Fahrzeuge aus dem Betrieb nehmen und so weiter? Und was kann im Worst Case sozusagen passieren? Und der zweite Punkt ist, dieser Betrieb oder diese Operations von diesen Karten sind einfach auch massiv teuer. Das heißt, ich habe hier einen ganz, ganz klaren Kostenfaktor, den ich sozusagen im Blick haben muss, wenn ich mich für diese Technologie entscheide. Unser Ansatz hier ist tatsächlich eher, ja, wir nennen das Mapless Autonomy, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, Karten sind absolut wichtig, wenn es um Navigationsinformationen geht, das, was jeder von uns auf dem Smartphone hat, mit einem Google Maps, mit einem OpenStreetMaps, wie auch immer. Allerdings als Navigationsinformationen und nicht als Safety Critical Information, wo das Fahrzeug sozusagen rauszieht, wo ganz genau es fahren kann, sondern ich muss dazu auf dem Fahrzeug in der Lage sein, das sehen wir hier oben links, die Straßenstruktur live erkennen zu können. Ich muss also Fahrbahnmarkierungen, ich muss Fahrbahnbegrenzungen, ich muss Grünstreifen und so weiter erkennen können und die dann, wie wir hier in der Mitte sehen, in ein sogenanntes, ja quasi lokales Straßenmodell zusammenzuführen und das dann mit der Navigationsinformation zusammenbauen zu können. Das ist aus unserer Sicht, wird das ein ganz klarer Enabler dafür sein, dass diese Technologie nicht nur als in einzelnen Pilotprojekten zum Tragen kommen wird, sondern tatsächlich ausgerollt werden kann. Das bringt mich eigentlich zu dem nächsten Thema, Reliability. Was Stand heute wird immer darüber geredet, okay, was passiert in den nächsten 3 bis 5 Jahren und wann werden wir das erste Mal sehen? Aus meiner Sicht wird die ganz, ganz große Frage sein, wie schnell werden wir von der Pilotprojektphase in die tatsächlich kommerziell sinnvolle Phase kommen? Und die begrenzenden Faktoren dafür werden sein, wie schnell die Software sozusagen mit ihren Fähigkeiten generalisieren kann. Das heißt, wie schnell kann ich mit Baustellensituationen umgehen? Wie schnell kann ich nachts fahren? Wie schnell kann ich im Regen fahren? Weil all diese Situationen habe ich und ich werde keinen validen Business Case aufbauen können, wenn ich sozusagen nur in einer sehr eingeschränkten Operational Design Domain fahren kann, insbesondere wenn ich hier in Europa bin, wo ich doch, ich sag mal, deutlich diverseres Wetter habe als vielleicht in anderen Bereichen der Welt. Letztes Beispiel hier unten noch, unten links, ist so ein Schwertransport aus solche Situationen. Je robuster und zuverlässiger meine Software ist, je seltener ich da Probleme habe, desto eher werde ich einen Business Case haben. Was passiert? Das ist auch eine große Frage, die wir uns, glaube ich, stellen müssen. Wie sieht das denn eigentlich aus, wenn ich das erste Mal diese Software deployed habe? Das heißt, ich habe jetzt 100, 200, 300 Fahrzeuge im Feld und jetzt, ja, die sammeln alle Daten. Diese Daten werden in einen sogenannten Data Lake gehen, wo die erstmal gesammelt werden. Da muss ich mit diesen Daten ja irgendwas tun. Und ich werde ziemlich sicher in einer Situation sein, wo die Software entweder noch Effizienzverbesserung brauchen wird oder vielleicht sogar Safety- oder Security-Updates. Das heißt, ich werde ähnlich wie bei einem Microsoft Windows oder bei einem Linux mindestens eigentlich aus meiner Sicht einmal im Monat Software-Updates ausrollen müssen, weil ich sonst gar nicht dazu in der Lage sein werde, das sozusagen kontinuierlich zu betreiben. Heißt, ich habe ja irgendwie Softwareentwickler, die dann ihre KI-Algorithmen verbessern, die Algorithmen verbessern und. Und irgendwann habe ich dann eine neue Softwareversion. Dann, ich habe einen super guten Softwareentwicklungsprozess, ich schaffe das innerhalb von 2 Wochen, wie auch immer. Jetzt habe ich eine neue Softwareversion. Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass ich diese Softwareversion ja erstmal quasi, also erstmal muss ich sie ausgerollt bekommen, das ist eine technologische Challenge, aber ich muss sie ja auch zertifiziert bekommen, weil sozusagen die Zertifizierung immer nur für Fahrzeug und Software gemeinsam gilt. Das heißt, was es braucht, da sind wir Stand heute noch nicht, aber was es braucht ist, ich brauche wirklich ein Closing von diesem Loop, wo ich sagen kann, ich habe automatisierte Tests,
die so zertifiziert sind, dass ich dann hingehen kann und sagen kann, okay, wenn ich diese Unit-Module-Tests durchlaufen habe, wenn ich diese System-Tests durchlaufen habe und so weiter, bin ich dazu in der Lage, auch diese Recertification und die Type-Approval von dem Fahrzeug wieder zu bekommen. Und nur dann kann das eigentlich nachhaltig funktionieren, weil wenn wir in der Situation sind, dass wir das erste Mal irgendwie ein Security-Thema haben mit diesen Fahrzeugen, müssen wir sonst ständig irgendwelche Flotten von Hunderten oder Tausenden von LKWs und so weiter grounden, wo wir sagen, die können wir ja gar nicht mehr bewegen. Das heißt, das wird unglaublich entscheidend sein. Stand heute gibt es das, ich sag mal, das regulatorische Framework noch nicht her. Stand heute müsste man die Software und das Fahrzeug nehmen und wieder durch den gleichen Type-Approval-Prozess durch, wie ich ganz am Anfang, als ich es das erste Mal auf den Markt gebracht habe. Also daran zu arbeiten, ich glaube, wenn man dafür eine Lösung hat, das wird sehr, sehr entscheidend sein, wegzukommen von Technologiedemonstrationen hin zu tatsächlichen Business Operations. Ja, vorletzter Punkt, das Thema Gesetzgebung. Wir haben gestern Abend beim Speaker-Dinner schon lange darüber diskutiert, weil das, glaube ich, auch immer das ist, was ja irgendwie am spannendsten ist und auch immer so das große Gerücht, dass es ja an der Gesetzgebung scheitert. Ich habe eben schon gesagt, es gibt noch ein paar Challenges. Ich glaube aber zu sagen, dass es nur an der Gesetzgebung scheitert, ist definitiv auch nicht richtig. Wir haben vor einigen Monaten gesehen, dass der Mercedes mithilfe der UN-Regulation mit der Nummer 157 die S-Klasse als Level-3-Fahrzeug in Serie gebracht hat. Das heißt, dass man 20, 30 Sekunden lang die Hände vom Lenkrad nehmen kann und sich dann auch mit seinem Handy oder einem Film oder und so weiter beschäftigen kann. Ich darf nicht schlafen, ich muss noch im Auto sein, ich muss auch dazu bereit sein, übernehmen zu können, aber ich bin nicht mehr als ständige Überwachung des Systems sozusagen notwendig. Das System ist eingeschränkt, das funktioniert nur auf Autobahnen. Vor 2, 3 Wochen kam jetzt, glaube ich, noch die Ergänzung, dass man jetzt sogar nicht mehr nur 60, sondern 130 fahren darf bald. Ich bin gespannt, ich muss sagen, ich habe selber das Fahrzeug noch nicht gefahren. Ich glaube, was sich da wirklich zeigen muss, ist, in wie vielen Situationen geht. Aber wir sehen, es gibt die Gesetzgebung und ich kann ein Level-3-Fahrzeug in Serie bringen. Und der zweite Punkt, was auch immer so ein bisschen untergegangen ist, letztes Jahr war es etwas in den Medien. Letztes Jahr hat der Bundestag und der Bundesrat das Gesetz zum automatisierten Fahren verabschiedet. Das heißt, hier geht es wirklich um Level-4-Fahrzeuge, in denen kein Fahrer mehr drin ist. Es gibt 2 Kernrandbedingungen. Die erste Kernrandbedingung ist, dass es ein eingeschränkter Betriebsbereich sein muss. Das kann allerdings auch die öffentliche Straße sein. Er muss nur eingeschränkt sein. Das heißt, ich kann nicht sozusagen eine generelle Approval für alle Betriebsbereiche bekommen. Der zweite ist, ich muss eine dauerhafte Überwachung durch ein Data Center gewährleisten können. Das sind so die 2 groben Rahmenbedingungen. Und ja, das ist der Punkt, den ich eben meinte, der etwas untergegangen ist. Vor 6 Wochen ist jetzt tatsächlich auch die Betriebsverordnung dazu verabschiedet worden. Das heißt, seit 6 Wochen ist man dazu in der Lage, also sind eigentlich alle rechtlichen Rahmenbedingungen dazu da, um ein Level-4-Fahrzeug in Deutschland zuzulassen. Das muss jetzt jemand tun. Ich bin auch sicher, dass es dann auch die ein oder andere offene Frage geben wird. Aber es gibt jetzt eine knapp 80, 90-seitige Dokumentation, was man alles als Hersteller tun muss. Und jetzt heißt es also, dass die Hersteller das angehen müssen. Spannend noch zu wissen ist, die EU arbeitet an der gleichen Regulierung. Die ist sehr ähnlich zu der deutschen Regulierung. Das heißt, wovon wir im Moment ausgehen, ist, dass diese EU-Regulierung sozusagen in etwa 1 bis 2 Jahren dann die deutsche Regelung sozusagen ablösen wird. Die unterscheidet sich an einigen Details, aber das sind jetzt keine, ich sag mal, fundamentalen Unterschiede. Die deutsche Regelung ist tatsächlich etwas strenger an vielen Stellen. Das heißt, es könnte auch sein, dass die deutsche Regelung quasi so bleibt, wie sie ist. Wird man sehen müssen, was sich da ergibt. Spannend vielleicht auch noch an dieser Stelle, hier unterscheidet sich der Zulassungsprozess im europäischen Raum fundamental vom Zulassungsprozess im amerikanischen Raum. Im amerikanischen Raum wird ganz, ganz viel mit Self-Certification gearbeitet, das heißt, die Hersteller müssen zwar nachweisen, dass sie nach gewissen Prozessen und so weiter arbeiten, ganz am Ende ist das aber immer ein Management-Release, wo dann im Prinzip die Geschäftsleitung sagen muss, gehen wir mit dem Produkt in den Markt, ja, nein, und da ist es ein Produkthaftungsthema. Das heißt, es gibt keine unabhängige Stelle, die diese Dokumente prüfen muss. Natürlich haben die Hersteller ein Interesse daran, in gewisser Weise externe Leute einzubinden, ist allerdings ein reines sozusagen Interesse. Ja, fassen wir es zusammen. Wo sind wir heute? Ich glaube, man kann ganz klar sagen, autonomes Fahren ist am Scheideweg von Tech-Demonstrations hin zu Anwendungen, wo jetzt tatsächlich auch Business-Value erzeugt werden muss. Die Key Challenges, die wir haben, sind ganz klar Certification und das Thema Deployment auf der Embedded Hardware, weil selbst die Leute, die im Moment in den USA
kommerzielle Pilotprojekte haben, sind ganz häufig noch auf Hardware unterwegs, die eigentlich nicht für den Serieneinsatz geeignet ist. Wir glauben, dass es eine sehr gute Chance gibt, dass es sozusagen durch Zusammenarbeiten, beispielsweise über offene Standards, über Open-Source-Projekte, tatsächlich auch Lösungen dafür gefunden werden können, für viele der Themen, die aktuell noch herausfordernd sind, und dass dadurch sozusagen der Workload zwischen verschiedenen Playern auch aufgeteilt werden kann. Und das ist quasi das Letzte, das ist ja ganz klar auch unser Konzept, es ist zu sagen, ich brauche hochmodulare Lösungen, wo ich dann als Software-Provider auch den Herstellern an den Stellen, wo es sozusagen Sinn macht, unter die Arme greifen kann, weil das, ja, es muss, glaube ich, stärker gemeinsam passieren, weil die einzelnen Player werden es alleine nicht schaffen. Ja, vielen Dank, damit bin ich durch. Ich glaube, wir haben noch ein paar Minuten Zeit für Fragen. Vielen Dank. Ja, schon mal gleich. Vielen Dank für den Vortrag. Und wer hat eine Frage? Okay, alles klar. Hi, servus. Ganz kurz nur aus Neugierde, welchen LiDAR-Sensor habt ihr benutzt bei dem Indica? Lumina. Wie? Lumina. Lumina, okay. Und welches Simulations-Framework habt ihr benutzt? Wir hatten selbst entwickelt ist falsch, aber wir haben quasi auf der Unity Game Engine aufgesetzt und Kala? Haben die. Nee, nicht mit Kala. Okay. Aber Unity. Unity, okay. Ja. Dann noch kurz eine Frage zu DriveBlocks. Die Software, die ihr da macht, das ist hauptsächlich LiDAR-basiert oder wollt ihr auch nur kamerabasierte Algorithmen? Beides. Beides. Okay, danke, das war's erstmal. Hallo, du hast vorhin über Reliability geredet und da wollte ich fragen, habt ihr schon Gedanken über adversariale Angriffe auf neuronale Netze gemacht durch Verkehrsschilder oder Ähnliches? Ja, das ist definitiv ein Thema. Ich glaube, dass ganz am Ende, ja, das ist für mich eine Datenmanagement-Frage in der Hinsicht, dass ich sagen muss, okay, ich muss sicherstellen, dass diese Angriffe sozusagen schon in meiner Entwicklung mitbedacht sind. Also ich sehe das quasi ähnlich wie super seltene Edge Cases. Es gibt auch diese Fälle, oder also es gibt immer dieses schöne Beispiel, wo irgendwie ein Fahrzeug vor einem herfährt, wo irgendwie Verkehrsschilder drauf sind, weil das irgendwie so ein Verkehrsschilderbetrieb ist oder so, der halt diese Fotos da hinten drauf hat. Ich glaube, das muss man über ähnliche Mechanismen handeln, zeigt aber, dass dieses Data Engineering fundamental wichtig ist und dass ich nicht einfach nur sagen kann, okay, ich habe auf einem kleinen Dataset irgendwie trainiert und ich habe auf meinen irgendwie 10.000 Bildern ein tolles Validation-Ergebnis bekommen, sondern sehe ich aber ähnlich. Also ich glaube, das ist die Strategie, das anzugehen. Zur Echtzeitfähigkeit. Du sagst es vorhin, dass du quasi ein Computersystem hast, wo ich verschiedene Sensoren und verschiedene Systeme draufspiele. Wenn ich jetzt verschiedene Entwicklungsteams habe, die da alle draufspielen, wie kann ich denn garantieren, dass meine Echtzeitfähigkeit nicht verloren geht, weil ich das System überlaste? Genau, das ist, glaube ich, die Challenge. Also was man tut ist, also natürlich wird jetzt nicht ein Standard Ubuntu oder sowas das Betriebssystem sein, was da läuft, sondern es wird entweder sicherheitszertifizierte Linux-Derivate geben oder eben einen QNX zum Beispiel. Was dann ganz häufig sozusagen die Strategie ist, ist, ich muss so sicherstellen, das nennt sich Freedom of Interference, dass diese Softwarekomponenten nicht auf Ressourcen zugreifen können, die anderen Softwarekomponenten zugeteilt sind. Das heißt, ich kann diese Vorteile, die ich häufig im Desktop-Bereich habe, dass ich eigentlich mein System überbuche, zum Beispiel mit Virtual Memory oder so, die darf ich einfach nicht benutzen. Das heißt, da gibt es dann auf Betriebssystemseite dann auch Mittel und Wege, das sozusagen einzuschränken. Ich kann zum Beispiel dem Betriebssystem verbieten, Tasks auf gewissen CPUs zu schedulen. Ich kann mit CPU-Affinities und sowas arbeiten. Ich kann mit Memory-Constraints arbeiten. Aber das ist sozusagen die Strategie. Ich habe ganz klare Resource-Constraints für einzelne Workloads und die dürfen nicht die physikalischen sozusagen Constraints des Gesamtsystems überschreiten, weil sonst werde ich zwangsläufig irgendwann in die Situation kommen, die du beschrieben hast. Zu eurem Business Model, habt ihr vor, quasi das euer ganzes Framework an OEMs anzubieten oder an Zulieferer? Habt ihr da schon Partner oder Kunden gefunden? Also wir bieten Softwarelizenzen an
Grundsätzlich gibt es jetzt, glaube ich, verschiedene Wege, wie das funktionieren kann. Also wir sehen zum Beispiel auch, dass es gerade so in der aktuellen Phase auch Sinn machen kann, ist quasi mit Zulieferern zusammenzuarbeiten, die quasi ihre Sensorik oder Aktorik sozusagen mit Softwarefunktionen anreichern möchte. Mittelfristig sehen wir aber auch schon ganz klar Fahrzeughersteller als Zielkunden, weil man hier auch sagen muss, Fahrzeughersteller gibt es auch in sehr unterschiedlichen Größenklassen. Also gerade in den sozusagen Offroad-Anwendungen gibt es auch, ich sag mal, andere Strukturen, wo das dann auch gegebenenfalls an der einen oder anderen Stelle etwas leichter ist. So. Hallo. Ich habe eine Frage zur Zertifizierung. Weil, also es gibt ja viele Hersteller, jeder hat ein anderes Sensorset, andere Kameras, was auch immer. Wo liegt denn da die Beweislast? Oder anders gefragt, ist das eher so ein Prozess, der OEM sagt, ich habe das und das und das gemacht, bitte zertifizier mir es, hallo du, Deutschland? Oder haben die einen geheimen Datensatz, die Behörden, und die müssen es da beweisen, dass sie so und so gut sind? Also ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das ist für Level-4-Fahrzeuge schon final definiert. Das grundsätzliche Vorgehen ist wie folgt. Also der Fahrzeughersteller, der das Produkt auf den Markt bringt, der ist erstmal in der Bringschuld gegenüber dem TÜV bzw. gegenüber dem KBA. Also eigentlich gegenüber dem KBA, und das KBA lässt sich dann durch den TÜV sozusagen unterstützen. Dort ist es aktuell so, dass der Hersteller die Dokumentation entsprechend einreichen muss, dass er sozusagen nach dem Stand der Technik entwickelt hat. Da gibt es verschiedene Normen, ISO 26262, SOTIF und so weiter. Das ist quasi mal die Basisgeschichte. Und jetzt sieht die aktuelle Gesetzgebung vor, dass dann auch das KBA auch Versuche durchführt. Das ist im Moment, also das sind tatsächlich echte Fahrversuche. Ich gehe davon aus, dass das mittelfristig auch noch mit virtuellen Versuchen angereichert werden muss, sonst wird es einfach nicht funktionieren. Aber es ist sozusagen so, der Hersteller fordert dann von den Zulieferern sozusagen gewisse Dokumentationen ein. Das heißt, es gibt zum Beispiel, das nennt sich Safety Element Out of Context Zertifizierung. Da sagt man, diese Komponente ist sicher, wenn sie wie folgt eingesetzt wird. Dann gibt es gewisse Rahmenbedingungen, die quasi der Hersteller dann bei der Integration sicherstellen muss. Aber dann kann er quasi dieses Safety Element Out of Context Certification nach ASIL B oder ASIL D sozusagen weiterverwenden und muss nicht selber nochmal die Komponente zertifizieren. Es ist im Prinzip wie so eine Art Baukastensystem, was dann nach ganz oben hin zusammengebaut wird. Ja, ich habe eine Frage zur Haftung. Also da könnte man jetzt zum Beispiel die Automobilhersteller, den Softwareentwickler oder vielleicht auch den TÜV, der das abgenommen hat, betrachten. Gibt es da auch schon Diskussionen oder, sagen wir mal so, eine Konklusion dazu, wer dann am Ende haftet, wenn irgendwas passiert? Also bei den Level-3-Fahrzeugen ist es ganz klar Halterhaftung im Moment. Bei den Level-4-Fahrzeugen ist das, glaube ich, noch etwas zu klären. Aber also die Tendenz scheint im Moment in Richtung Halterhaftung zu gehen, was auch noch eine gewisse Problematik ist, was auch die Halter natürlich nicht so super finden, weil die sagen, okay, wenn eure Software Mist macht, ist das ja nicht mein Problem. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass das Ganze am Ende gar nicht so entscheidend sein wird, weil das eigentlich die Frage ist, wer muss am Ende die Versicherung bezahlen. Es geht ja nicht, also niemand wird ein autonomes Fahrzeug betreiben, wenn er persönlich dafür haftbar sein wird. Das wird nicht passieren. Das heißt, es wird immer darum gehen, wer muss die Versicherung bezahlen, und ganz am Ende muss es, und das ist das Schöne an dem Nutzfahrzeugmarkt, es muss einfach ein Business Case sein. Das heißt, wenn der Hersteller das bezahlt, dann schlägt er das natürlich auf seine Fees irgendwie mit drauf. Wenn der Endkunde das bezahlt, wird er natürlich dem Hersteller sagen, du pass mal auf, ich habe noch so und so viel Kosten, jetzt muss deine Lösung so und so viel günstiger sein. Ich glaube, das ist also eine Frage, wer es bezahlt. Ich glaube, dass es am Ende gar nicht so entscheidend sein wird. Es ist natürlich psychologisch gerade im Endkundenmarkt ein anderes Thema. Aber deswegen, das ist in dem Nutzfahrzeugmarkt, glaube ich, nicht so kritisch. So, gibt es noch eine Frage im Raum? Ein Punkt, der mich noch interessieren würde, ist im Nutzfahrzeugmarkt generell, wie viele andere Firmen gibt es da schon, die drauf sind? Wie sind die Hersteller da aufgestellt? Ist da bekannt, dass die Eigenentwicklungen betreiben? Also man muss ganz klar sagen, in den USA gibt es, glaube ich, im Moment 3 Firmen, die kommerzielle Piloten haben. Also die kommerzielle Pilotprojekte fahren, auch mit großen Frachtfirmen. Das sind der Waymo, Too Simple und Aurora. Es gibt noch ein paar weitere, die auch an kleineren Themen dran sind. Also da ist man schon verhältnismäßig weit. Hier in Europa sind wir, glaube ich, einen Tucken später dran, aber auch hier sind die Hersteller natürlich irgendwie involviert und arbeiten an diesen Themen. Und ganz am Ende wird jetzt die Frage sein, wer das Rennen macht.
alles klar. Vielen Dank. Dann drücken wir mal. War da noch eine Frage? Nein. Dann drücken wir DriveBlocks auf jeden Fall mal ganz fest die Daumen, dass das erfolgreich sein wird. Und vielen Dank für diesen Vortrag. Vielen Dank auch von meiner Seite.